Schön, dass du hier bei dem Video gelandet bist. Jetzt möchte ich dich einmal kurz warnen, denn ich habe festgestellt, dass bei manchen anderen Coaching-Reviews, die ich hochgeladen habe, ganz viel Daumen runter kam. Falls es dir nicht klar ist, das ist eine Coaching-Review. Der Dennis, den du gleich siehst, war 3 Monate bei mir im Intensiv-Coaching. Wenn du nicht Werbung sehen willst, was natürlich ist, ist keine Werbung, es ist einfach nur, er erzählt, wie Coaching war. Also wenn du dich für Coaching interessierst, dann ist das das richtige Video für dich. Wenn du keine Werbung sehen willst, dann klickst du am besten jetzt weg, brauchst doch keinen Daumen runter geben, aber dann ist das Video hier an dieser Stelle nichts für dich. Im Video erfährst du, wie Dennis' Coaching-Erfahrung war, wie er vor dem Coaching war, wie er nach dem Coaching jetzt ist, was ich spezifisch mit ihm gemacht habe. Ich habe nämlich unter anderem einen der ersten Teilnehmer überhaupt mit ihm mit Hypnose gearbeitet. Ich habe letztens meine Hypnose-Ausbildung abgeschlossen und da haben wir so Dinge wie Ansprechangst komplett auflösen können. Und solche Dinge gehören eben auch in mein Coaching. Wenn du darum mehr wissen willst, schau dir das Video an. Wenn nicht, dann klick einfach jetzt weg. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video am Donnerstag wieder. Ja, willkommen. Wir sind jetzt hier zu einer kleinen Review, denn ich habe Dennis dabei, der bei mir im Coaching war. Und vielleicht sehen unsere Augen jetzt noch ein bisschen müde aus. Das liegt daran, dass wir gerade aus einer Hypnose kommen. Wir haben hypnotisiert, denn auch Hypnose ist neuerdings Bestandteil meiner Coachings, gerade so Thema Ansprechangst auflösen. Damit haben wir gerade gearbeitet, aber ich will jetzt gar nicht zu lange selbst reden, sondern würde einfach sozusagen die Stimme an Dennis rübergeben. Vielleicht kannst du einfach mal zum Anfang erzählen, so wie deine Situation vor dem Coaching war, bevor wir dann zusammengearbeitet haben. Ja, also vor dem Coaching war es halt so, ich war da auch noch Jungfrau, also sehr unerfahren halt generell. Ich habe mit, glaube ich, 4, 5 Frauen mal rumgemacht. Das war es dann prinzipiell auch und ja, der ist halt dann erstmal mit mir rausgegangen und wir haben generell erstmal Frauen kennengelernt und ich habe erstmal gelernt, auch ruhiger zu sein. Das war ein großer Punkt, ja, weil ich immer sehr hin und her aufgeregt, sehr, sehr aufgeregt immer war und dieses Ruhige hat mich sehr viel weitergebracht. Mittlerweile bin ich nicht mehr Jungfrau, ziemlich weit davon entfernt eigentlich. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Lebensbereicherung, sage ich mal. Genau, wir haben jetzt gerade nochmal die Hypnose gemacht, weil ich hatte es jetzt noch mal ein bisschen so gehabt, dass ich länger nichts gemacht habe, weil ich halt einfach in meiner Situation relativ zufrieden war, aber wollte jetzt trotzdem wieder mehr machen mit Frauen und deswegen musste ich halt wieder reinkommen. War ein bisschen schwierig und deswegen haben wir jetzt diese Hypnose gemacht, wo wir halt dann einfach nochmal geguckt haben, dass einfach diese Blockaden, sag ich mal, es waren keine Ängste, aber es waren halt gewissermaßen Blockaden, dass die auch gelöst werden. Und genau, gehen dann jetzt gleich nochmal raus und geht's nochmal weiter. Ich fühle mich auf jeden Fall jetzt ziemlich viel besser. Auch generell seit dem Coaching deutlich ruhiger und selbstbewusster geworden. Ja, bist du auf jeden Fall geworden. Ja. Das stimmt. Genau. Ja, das ist auch, ich nehme mal kurz. Ja. Also das mit der Hypnose ist halt auch ein wichtiger Punkt, weil Ansprechangst überwinden ist halt so eine Sache, da kann man dir viel zu erzählen, so, das ist halt aber nichts, also da musst du halt aktiv mit Emotionen damit arbeiten, weil sonst funktioniert das halt nicht. Das kannst du nicht einfach so, guckst ein Video und dann ist deine Ansprechangst weg, das funktioniert in den meisten Fällen nicht, kann funktionieren, aber für die wenigsten funktioniert das. Da brauchst du halt dann jemanden, der in so tiefen Arbeitssachen ein bisschen Erfahrung hat, Thema Hypnose, und der dann da weiterhelfen kann. Vielleicht kannst du noch mal kurz was zu erzählen zur aktuellen Situation, in der du bist. Du hast es schon erzählt, du bist ja momentan sehr zufrieden mit der Situation, die gerade ist. Vielleicht kannst du da kurz so anreißen, so wie ist die aktuelle Frauenlage, über die wir auch gestern viel geredet haben, und wo möchtest du jetzt vielleicht auch in Zukunft dann noch hin? Genau, also bei mir ist es halt gerade so, ich habe jetzt gerade eine Frau zurzeit, also nicht beziehungsmäßig, sondern einfach offene Beziehung. Und das ist auch einfach sehr geil, weil das lief alles sehr entspannt da rein. Also es war einfach gar kein Problem, es lief quasi von alleine einfach, wegen dieser Art auch. Das ist einfach sehr anziehend gewesen für diese Frau generell. Und wie gesagt, ich fühle mich da einfach sehr wohl oder habe mich da jetzt sehr, sehr lange sehr wohl gefühlt, weil es gibt halt einfach sehr viel Sex dabei. Das ist halt einfach ganz neu gewesen. Und genau, das hatte ich halt vorher nicht. Jetzt gerade will ich halt eher in diese Richtung gehen. Ich würde gerne nochmal so 2, 3 Frauen mehr in diese, sag ich mal, Routine aufnehmen und einfach da nochmal mehr Erfahrungen machen. Aber genau, prinzipiell war es einfach endlich mal von keiner Erfahrung zu sehr viel mehr Erfahrung jetzt. Und das hat meinem Leben auch sehr viel mehr Qualität gegeben jetzt gerade. Genau, das wäre das. Ne? Cool. Wem würdest du denn vielleicht so abschließen, wem würdest du denn aus deiner Erfahrung Coaching empfehlen? Also würdest du sagen so, also ich übergebe es nochmal an dich, ohne mehr dazu zu sagen. Ja, da gibt es prinzipiell viele generell. Also
Jetzt generell oder meinst du von meiner Perspektive, also von meinen Freunden oder Bekannten aus? Nicht spezifisch. Ah, okay. Nein, also wo du sagst, so, hey, dann Leute, die so und so, Leute, die das und das, klar. Leute, die an dem und dem Punkt stehen, XY. Ne, klar, also ich würde generell, weil ich das sehr viel sehe, einfach Leuten empfehlen, die halt, die müssen nicht mal zwingend extrem krasse Ansprechängste haben oder der größte Loser sein, sag ich mal. Weil so habe ich mich selber auch nicht gesehen vorher, aber trotzdem waren halt diese gewissen Blockaden da. Und manchmal hilft es halt einfach so, dieses Coaching kann einfach so kleine Dinge schon lösen und dann kann es quasi den Stein ins Rollen bringen und dann kann man schon diese Erfolge haben, relativ schnell, einfach wenn man schon an seiner Art arbeitet und. Also, genau, also ich würde es prinzipiell jedem empfehlen, der sich da einfach verbessern möchte, der so sagt, okay, ich bin da ein bisschen unzufrieden mit, weil das muss halt nicht so schwierig sein, generell Frauen kennenzulernen. Und genau, seid ihr bei ihm in guten Händen. Cool. Ja. Ja, genau. Sehe ich genauso die Punkte, die du gesagt hast. Will ich selbst noch mal kurz was zu sagen. Ich bin der Meinung, jeder braucht Coaching. Das sage ich nicht, weil aus rein verkaufstechnischen Argumenten. Sondern weil immer, wenn du in irgendeinem Bereich besser werden möchtest, ist es sinnvoll, wenn du jemanden hast, der bereits besser ist und dir weiterhelfen kann. Das verkürzt nämlich deinen Entwicklungsweg. Hätte ich damals ein Coaching gehabt, hätte ich mir einige Erfahrungen sparen können, einige Beziehungen, die zu Ende gegangen sind, die eigentlich hätten weitergehen sollen, ja, einige super schmerzhafte Erfahrungen. Wenn du jetzt Profi-Tennisspieler bist, dann hast du auch einen Tennis-Coach und es macht halt immer Sinn, jemanden zu haben, der dich in dem Bereich, wo du weiterkommen möchtest, weiterbringt, um dir halt Zeit und Fehler zu sparen, weil viele Dinge, gerade in diesem Kommunikationsbereich, viele Dinge sieht man einfach nicht, außer jemand, der das weiß, weist dich darauf hin. Das ist halt auch nochmal so ein Faktor. Und ja, ich glaube, wir haben so ziemlich alles gesagt. Ja, sonst eine Sache noch, die mir eingefallen ist nochmal, was du halt immer gesagt hast mit diesem Beispiel, mit dem Jonglieren, halt dieses, er meinte halt bei mir, dass ich halt immer so einen Ball jongliert habe, also das wäre quasi die Frau, mit der ich was habe. Und dass halt irgendwann der Ball runterfallen könnte und man dann quasi nicht mehr die Übung hätte und diese neuen Frauen kennenlernen. Deswegen auch einfach vielleicht, wenn man jetzt gerade denkt, so, okay, man hat jetzt gerade eine Frau, aber wie kriege ich die anderen? Wie lerne ich die anderen kennen? Oder was, wenn die wegfällt? Weil das ist halt einfach, wie er immer wieder mir gesagt hat, auch ist einfach, man braucht es für sein ganzes Leben lang, das Thema Frauen. Das ist nicht so, jetzt habe ich gerade eine Freundin, ja, was, wenn die weg ist? Genau. So, man weiß halt, nee, ich will damit nicht sagen, so, dass man irgendwie niemals saddeln sollte, aber trotzdem ist es einfach was, wo man weiterarbeiten sollte. Ja, ja, ist ein guter Punkt auf jeden Fall, stimme ich dir voll zu, weil du weißt halt nie, also ich muss dir nicht erklären, oder wir müssen dir nicht erklären, dass viele, viele Beziehungen, viele Ehen einfach kaputt gehen, dass viele Männer dann wieder neu auf dem Datingmarkt sind und dann, ich habe oft Männer ältere Männer, die feststellen, oh, jetzt habe ich aber gar keine Ahnung, weil ich mich nie mit auseinandergesetzt habe, weil ich die Erstbeste genommen habe, die daher gelaufen kam und die dann zu mir kommen. So, und wenn du dich halt rechtzeitig damit beschäftigst und auch regelmäßig damit beschäftigst, dann kannst du halt ganz, ganz andere Ergebnisse in deinem Leben erzielen. Wie genau das aussieht, das erkläre ich dir alles auch auf dem Channel, den YouTube-Channel regelmäßig, aber ja, auf jeden Fall ein guter Punkt. Und wenn du noch was sagen willst, ansonsten... Nö, das war's. Cool, dann danke für die Bewertung und dann gehen wir jetzt noch in die City. Alles klar. Cool. Good.